Im folgenden Video will ich euch zeigen, wie ihr euren iPod Nano in eine Uhr verwandeln könnt und welche verschiedenen Uhroberflächen es gibt. Ich denke zum einen, man sieht schon, mein iPod Nano befindet sich hier in einer Uhr-Case. Da gibt es zahlreiche im Internet, die bestellt werden können. In meinem Fall wird er hier in einen Rahmen hereingeschoben und kann dann so einfach als Uhr getragen werden. Jetzt müsst ihr aber natürlich den iPod Nano auch noch so einstellen, dass er als Uhr funktioniert. Dazu geht ihr einfach in die Einstellungen und tippt darauf. Man muss jetzt auf Allgemein und dann auf Datum und Uhr. Und hier ist es wichtig, dass der Button bei Uhrzeit beim Aufwachen aktiviert ist. Das heißt jetzt, wenn ich über den Sleep-Button meinen iPod Nano locke und ihn entlocke, erscheint jedes Mal automatisch die Uhr, sodass ich ihn perfekt als Uhr benutzen kann. Natürlich hat Apple seit dem letzten Update auch zahlreiche Uhroberflächen hinzugefügt, sodass jeder seine Lieblingsuhr auswählen kann. Hierzu geht man wieder in die Einstellungen und auf Datum und Uhr. Jetzt genügt ein einfacher Tipp auf Ziffernblatt und man hat hier die Auswahl aus zahlreichen Ziffernblättern. Man kann sie sich anschauen und kann dann abbrechen oder festlegen, je nachdem, welche Uhr ich dann benutzen will. Das Ganze reicht wirklich von Mickey Maus Ziffernblättern bis hin zu ganz schlichten, welche im auffälligen Retro-Design oder eben auch eine Uhr, bei der sich sogar die Zahnräder im Hintergrund bewegen. Hier ist wirklich viel Vielfalt geboten und jeder kann sich die Uhr aussuchen, die er will. Soviel zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.